Sophia, Almu und Zoe. Hallo, wir sind Almu, Sophia und Zoe. Und wir haben ein interaktives Spiel entwickelt, in dem es drei verschiedene Welten gibt. Eine Marswelt, eine Sumpfwelt und eine Unterwasserwelt. Und der Spieler kann in jeder Welt selber entscheiden, wie er handelt. Wir gehen davon aus, dass das Spiel alle jungen Menschen aus spielerischer Weise Verantwortung für ihr Handeln vermitteln kann, insbesondere im Naturschutz und Umweltthemen. Die Tools, die wir benutzt haben, sind einmal Figma, eine Website, über die du mit anderen kollaborieren kannst, Twine, eine Website, wo du Geschichten verknüpfen kannst, Nightcafé, eine Webpage, wo man Bilder durch KI generieren lassen kann, und ChatGPT, eine KI-Website, die man fast alles fragen kann. Hier sehen wir einmal Figma, dann ChatGPT und das Logo von Nightcafé. Das ist Twine und da sieht man, wie wir die Geschichten und so zusammengefasst haben und wie das dann alles zu einem wurde. Und jetzt können wir versuchen, ein bisschen zu spielen. Und die erste Spiele, wir können eine Marsstadt versuchen. Und dann, wir haben eine Geschichte. Sie beginnen das Spiel als Mitglied einer Mission zum Mars und ihre Aufgabe besteht darin, den Planeten zu erkunden und seine ökologische Einung für zukünftige menschliche Besiedlung zu bewerten. Und dann, wir klicken einfach zu Szenario. Es gibt noch weiter eine Geschichte und hier kann man wählen für zwei also Wahlen. Während ihrer Erkundungen entdecken Sie Mikroorganismen, die auf die Möglichkeit von Leben auf dem Mars hinweisen. Und die Frage besteht, also Sie haben diese seltsamen Mikroorganismen auf dem Mars entdeckt und was werden Sie als erstes machen? Sie können deinem Team mitteilen oder selber wissenschaftliche Untersuchungen zu machen. Vielleicht können wir mit Team machen. Dann, nachdem Sie Ihr Entdeckung dem Team mitgeteilt haben, müssen Sie noch eine Entscheidung treffen und möchten Sie diese Organismen ignorieren oder eine Beschränkung machen und vielleicht also ohne Einschränkungen. Dann Mikroorganismen beginnen schnell und kontinuierlich zu wachsen. Was können sie tun? Es gibt hier drei verschiedene Möglichkeiten und vielleicht Menschen möchten also Methoden anwenden, um Organismen zu zerstören. Und dann es gibt eine Ente, dass ohne diese Organismen ist das Leben auf dem Mars leider unmöglich, da sie einen wichtigen Teil des Ökosystems einnehmen. Und genau mit diesem Welt möchte ich also sagen, dass für jede Entscheidung es muss eine Konsequenz haben und das ist sehr wichtig, wenn man etwas zerstört und so die Zerstörung kann eine große Folge haben. Genau, die nächste Welt ist dann die Sumpfwelt und dann war die erste Frage, wie man sich aus Treibsand befreit und dann befreit man sich draus, indem man langsam hochrobbt und sein Gewicht verteilt, weil wenn man sich schnell bewegt, dann verschlechtert sich die Situation und es ist halt eben schon spät, aber wir erkundigen uns trotzdem nach Essen und dann sind da Käfer, aber die beschließen wir nicht zu essen. Und dann können wir entscheiden zwischen, man verhungert lieber oder man isst Pilze. Und wir entscheiden uns dann für die Pilze. Und dann sieht man da einen rot-weißen Pilz. Der sieht aber aus wie ein Fliegenpilz und deshalb essen wir den halt eben nicht. Und dann steht halt eben, was Fliegenpilze verursachen können. Und dann erkundigt man sich da, wo man schlafen möchte. Und dann ist da ein Baum. Und da steht halt eben, es hat eben die Option, ob man sich hineinlegen möchte oder man sucht nach etwas anderem. Und wir beschließen, uns nicht in den Baum zu legen. Und nach einer Zeit finden wir dann eine verlassene Hütte. Und dann ist die Frage, ob man hineingeht oder nicht. Und das Bild wurde auch von der KI generiert, das... Und genauso wie das Bild davor ist auch das Bild
von der KI generiert. Und drinnen finden wir einige kaputte Möbel und ein einziges gefülltes Glas Wasser. Und hier ist halt eben die Frage, ob wir es austrinken oder warten. Und wir beschließen zu warten. Und obwohl wir Durst haben, beschließen wir trotzdem zu warten. Und dann steht da, dass es eine gute Wahl war. Und nach einer Weile hat man wieder Durst und wir suchen nach einem Teich. Du findest ihn und so durstig wie du bist, tunkst du deinen Kopf hinein und fängst an zu trinken. Du bemerkst nicht, wie sich dir ein Krokodil nähert und dich frisst und dann bist du tot. Als nächstes kommt die Unterwasserwelt. Und als erstes verfolgt uns ein Hai und weil wir wahrscheinlich sehr unterlegen sind, schwimmen wir mal weg und versuchen nicht, ihn zu töten. Dann haben wir den Hai langsam abgehängt und haben eine Insel gefunden. Also wir können entweder zur Insel oder im Wasser und wir beschließen, zur Insel zu gehen, weil wir können ja nicht die ganze Zeit im Wasser bleiben. Dann suchen wir auf der Insel nach etwas Essbarem und wir finden Kirschen, Mangos und Honig. Und weil Mangos sehr lecker sind, nehmen wir jetzt Mango. Hier ist ein Bild auch von einer Mango. Und dann suchen wir langsam einen Unterschlupf, weil es langsam sehr spät wird und wir langsam sehr Angst bekommen. Und jetzt können wir entscheiden, ob wir einfach schlafen wollen dann oder nicht schlafen. Und weil wir die Insel nicht kennen und nicht wissen, was drauf ist, schlafen wir mal nicht. Wir bleiben also wach und am nächsten Tag kommt ein Boot. Wir können jetzt mitfahren oder wir steigen nicht ein. Und weil unsere Eltern uns allem beigebracht haben, nicht bei fremden Menschen einzusteigen, machen wir das auch nicht. Und wir steigen dann nicht ein und sehen uns ein bisschen um und merken dann erst, dass wir auf Hawaii sind. Ja, und die nächsten Schritte, die wir gemacht hätten, hätten wir mehr Zeit gehabt, wäre die Entwicklung und der Hauptfiguren und ihre Avatare. Da sieht man, die sind generiert, oder? Drei generierte Bilder, so eine Idee, die wir hatten. Dann wollten wir zusätzliche Entwicklung von Welten machen, also die Welten weiterentwickeln oder neue Welten erschaffen. Und hätten wir mehr Entwickler im Team und mehr Zeit, hätten wir Möglichkeit zum Herunterladen und Spielen auf verschiedenen Geräten versucht gemacht. Und dann danke fürs Zuhören.